Der ist gerade auf den Server gekommen, du Lappen. Ach so. Ja. Nein! Oh mein Gott! Weil das nächste wird auf jeden Fall eine größere Sprengung. Ja, das ist kein Ding für uns. Da sind wir Experten. So. Boah, ich wäre ja fast rückwärts runtergefallen, dann wäre ich gestorben. Das, nee, unter das Wasser, da hättest du es noch reingeschafft. Locker? Stimmt. Ja. Das ist ja ich wäre mir jetzt nicht so sicher. Oh mein Gott! Oh Mann, das, Alter, das ist richtig knapp! Wow! Wie knapp das war! Das war verdammt knapp, Alter! Ich bin nie so an der Stelle runtergefallen! Guck, einfach, wenn wir unser Wort geben, dann halten wir es. Oha! Alter! Wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Jetzt bei dem Glasturm. Sorry, aber ich konnte nicht widerstehen. Oh mein Gott. Mit meinem Knockback 2 Schwert hätte das nicht geklappt. Da wärst du ein bisschen weiter weg gewesen. Boah. Da ist auch ein Minecraft-Aufzug. Also nicht die Treppe nehmen, ne? Ja, das macht er schon. Er ist den Minecraft-Aufzug hat er ja auch schon. Bei mir ist alles schwarz. Echt? Ja. Stecken lieber auf keinen Fall Minecarts abbauen, dann töten wir dich. Aber bei mir ist alles schwarz. Oh, jetzt bin ich da. Ja, oder reconnect. Manchmal bugt das irgendwie. Ja, wenn es gerade dunkel ist, dann ist es halt alles schwarz. Ach so. Into the dark. So, und das hier ist jetzt unsere Mansion. Ja. Oder Villa. So, aber oder die wird sich, findet sich selbstverständlich noch im Bauen, ist noch nicht fertig. Ah, okay. Klein. Aber einen Pool haben wir schon. Ja. Können wir dicke Poolparty feiern. Dicke, fette Party. Zur Party? Ah, hier, Party. It's your birthday. Okay. das ist euer Haus jetzt, so im modernen Stil gehalten. Das sieht so. Schon mal mega nice aus hier mit was das ist das? Marble oder was ist das? Quarz. Ah, okay. Quarz. Nice. Ja, sieht cool aus. Ja, das ist definitiv. Also, ihr habt das drauf, muss ich schon sagen. Also, bauen könnt ihr auf jeden Fall. Also, das ist halt, ich bin jetzt Tine Wittler gewohnt. Das hier ist auf jeden Fall ein schönerer Standard. Das muss ich sagen. Also, Porkies, Top-Leistung. Yay! Yay! Anerkennung, ja! Und hier drin habt ihr Wolle als Mittel, als Wände, ne? Ja. Guck mal, weil daran sieht man, dass wir irgendwie so aus einer gemeinsamen Vergangenheit stammen. Weil ich hab immer Wolle als Wand benutzt, weil es halt weiß ist, so, ja, weißt du? Aber stopp. Niemals Wolle als Außenwand. Nur Versager bauen Häuser aus Wolle. Warum? Weil das Ding abbrennt bei Gewitter. Ja. Naja. Außerdem, jetzt stell dir mal vor, du hast ein Haus, was aus Stoff besteht. Ja. Dann nimmst du lieber harten Clay. Ja, und dann bist du nass und dann bist du... Ich würde mittlerweile auch Quarz benutzen. Nein, nimm harten Clay, wenn du ein gutes Haus haben willst. Nein, harten Clay kann aber nicht weiß sein, mein Junge. Harten Clay sieht eher aus wie so eine Lehmhütte aus dem Slum, ne? Ja, genau. Das ist eher sowas für einen Albaner. Ah ja. Nee, das muss halt schon richtig gut verarbeitet sein. Dass man Patrick eine Lebensspende gibt. Ja. Und wie macht ihr das dann mit der Außenwand? Habt ihr einfach doppelt, dass ihr es halt doppelt habt oder wie macht ihr das? Nee, ist ja nur die Trennwände sind aus Wolle. Ah, okay. Dafür ist das Haus zu klein, um doppelte Wände zu machen. Ja, okay. Stimmt, da hat man hier ganz normal Holz. Es sieht aber trotzdem schon ziemlich nett aus. Obwohl hier halt noch komplette Einrichtung fehlt an sich. Ne? Also ich meine, das eine Bett, das ist natürlich mehr so Platz halt. Das ist schon so minimalistisch, ne? Genau, also da muss man natürlich eigentlich... Das ist unser neues Wohnkonzept. Nur ein Bett reicht. Minimalistisch. Ah, okay. Ja, das kenne ich von zu Hause. Oha, ihr habt wirklich überall einfach nur Betten. Ne, ich muss ja, aber sagen, der Raum gefällt mir nicht so gut. Muss ich sagen. Ich weiß nicht, also... Weil du nicht so viele Fenster hast. Nee, ich weiß auch warum, weil guck mal hier, das ist als ja... Als räumes Zimmer ist. Was ist das hier für ein Material hier das außen? Das ist schwarz. Ja, sieht ziemlich scheiße aus. Das sind die farblichen Akzente von außen. Naja. Manchmal muss man Kompromisse ein. Da kommen außen noch Wolle rein. Also auf dem Boden kommt auch noch Carpet und alles. Also chill. Also ich muss sagen, das sieht halt ziemlich scheiße aus mit den Fenstern hier. Ja, lass mal ab. Mach du erstmal überhaupt ein Haus, ne? Hä, ich hab schon eins, das ist sogar grün. Grün! Das ist immerhin mit Farbe. Guck mal, früher war das voll teuer mit Farben und so. Und ihr habt gar keine Farbe und ich habe ganz viel Farbe. Das Problem ist bloß, wenn es so ein bisschen heißer wird, ne, dann fängt dein Haus an zu schrumpeln. Und stinken. Das riecht mal nach Melone. Ja, Melone ist doch lecker. Melone ist eklig. Wassermelone ist voll lecker. Wassermelone geht, aber wenn sie kalt ist. Wassermelone schmeckt nach Wasser. Fuck. Und es stirbt. Kennt ihr dieses Wassermelonen-Kaugummi? Ja.
Aber das finde ich auch nicht so gut. Das schmeckt völlig nach Wassermelone. Das finde ich nicht so geil. Von nee. Fünf? Was? Ja, von fünf gibt es auf jeden Fall auch Wassermelone. Er meint das Five. Das heißt Five ja. Gaben. Mann, ich wollte doch keine Werbung machen, die wir nicht mehr bezahlt kriegen. Was, wieso nicht ever? Mehr? Habt ihr das mal? Ever? Nein, nicht mal. Achso, nicht wir mal. Haben, wir müssen eigentlich mal einen Watch-Ever-Sponsor-Vertrag rausschauen. Wir haben sehr viele Werbeverträge mit großen Unternehmen. aber niemand checkt das. Aber Fivegum ist nicht dabei. Fivegum ist... Nein! Okay. Das was ist zum Beispiel dabei, Doim? Lass uns ja. Mal langsam so zum Weg in meine Bude machen, okay? Und gucken, ja, genau. Was wir da machen. Was der größte Werbepartner ist Watch-Ever. Okay. 30 Tage kostenlos testen, danach nur 8,99 Euro monatlich. Aua. Booste mich, danke. Brauchst du irgendwelche Materialien, die du gerade auf jeden Fall nicht Wolle, hast? Wolle. Diamantenblöcke. Ja, Diamantenblöcke. Aber ich stopp, Dena, ich möchte kurz auf die Eisenblöcke verweisen, die auf uns ja, genau. verwendet mhm. wurden. Diamantblöcke, Eisenblöcke? Eisenblöcke. Eisenblöcke? Aber alles. Ein bisschen. Ah, siehst du da oben bei diesem Türmchen diese Streben? Ja, das ja. Hier runter zu hauen. Das ist natürlich selbstverständlich pure Eisenblöcke. Nein! Hallo. Ist so bestellt. So. Also weiße Wolle habe ich jetzt hier noch. Zwei weiße Stück. Wolle ist drop. Ja, aber wir wollen jetzt echt mal schauen, wie wir dem Dena da weiterhelfen können mit seiner... Das geht ja nicht, dass er weiter ist eben, so ein das Loch ist ja kein, das ist ja kein Zustand, denke ich natürlich auch, ne? Das Kabel hängt aus der Decke, es tropft runter. Aber findet ihr nicht auch, dass hier kein Zustand ist, wie man hier mal zurückgelangen muss? Also, ja, das liegt ja auch an Zander, weil der nicht weiterkommt. Also, echt, dann dabei entscheiden. Aber deswegen habe ich auch schon gesagt, lass uns einfach so einen Tunnel machen. Wir nehmen einfach unser Fallrohr und unseren Aufzug, dann haben kann wir das schon sich mal. Auch irgendwie ganz schnell seitwärts fortbewegen? Nee, das habe ich auch schon mal überlegt. Vielleicht, wenn man also das so ja, schräg mit Wasserdingern, aber das geht nicht schnell. Weißt du, wenn man das müsste halt so schräg sein, ne? Nein! Ja. Nein! Ah! Das hat er verdient, weil er mich runtergeschubst hat. Das war nicht leider war bei dir unten kein Wasser. Wer baut hier eigentlich dieses... Ist das nicht Early Bob? Buch. Ja, stimmt, er nannte es, glaube ich, ein Boot. Oh, guck mal, bei dem kannst du dich gleich bedanken. Mit Melonen? Ja. Hat der Melonen gemacht? Er hat da stand doch Revils. Ja, Revi und? Und Rotpilz. Ach, das hier ist Rotpilz. Oder Revi. Nein, der ist gerade auf den Server gekommen, du Lappen. Ach so. Nein! Oh mein Gott! Das ist echt der Nachteil von dieser Amplified Map, ne? Die ist schon fucking dangerous. Oh mein Gott, wie ist das passiert? Scheiße, da waren wichtige Sachen. Ah, da muss ich wohl ganz schön hin. Ey, da waren keine wichtigen Sachen. Ihr seid einfach fast nebeneinander gestorben. Ja, aber wo spawnt man? Ich spawn immer unten, obwohl ich eigentlich schon mal oben geschlafen habe. Ich wollte gerade sagen, hast du aber nicht da richtig geschlafen. Da war zum Beispiel meine Schere drin, das ist mein Ein und Alles. Hier irgendwo bin ich runtergefallen. Du bist da. Das Kieger, ne? Ja. Ich denke mal, aber du... Bist du. Ach nee, hast du gar keine Minimap? Den hast auch so einer mit so einem Cape. Ich hab kein Cape, ich hab noch nie eins gekauft. Doch, so ein grausames Optifine Cape. Ja, und wie stell ich das aus? Rosanis, the fuck. The fuck. Ich hab das nie gemacht, wirklich nicht, glaub mir. Show Cape off, hab ich sogar eingestellt extra. Video Settings. Aber ich glaub aber durch Optifine, ich glaub Optifine Capes scheißen drauf. Scheiß Optifine Capes. Ich hab mein Zeug gefunden. Rotpilz sagt, sie hätten deine Wohnung umsonst aufgepeppt. Nein, umsonst. Also so von wegen vergebens, weil ich ja vorher geschrieben habe, dass die sauber auf dir. Bah. Bah. Wo sind meine Sachen? Die spawnen sonst. Ich hab alles. Hättest du jetzt ein Minimap-Mod drin, dann wüsstest du, wo dein letztes Desktop-Mod ist. Aber. Cheater, du bist jemand, der, ja, cheatet. Hm. Also an welcher Stelle bist du denn runtergesprungen? Vom Boot? Vorsprung durch Technik. Ja, vom Boot, genau. Wo ist das Boot? Nein! Ihr seid alle so untalentiert. Genau da bin ich auch runtergefallen, glaube ich. Nein, bist du nicht. Auf keinen Fall. Dann bin ich hier oben runtergefallen vielleicht. Hier. Ich sehe, hier fallen Items auf mich runter. Ey, das könnte von... Wieso fallen hier die? An dieser Stelle. Siehst du das nicht? Manche teilweise buggen hier gerade Items. Hier ist zum Beispiel gerade so ein Sign aufgetaucht. Wo warst du, als du gestorben bist? Oh, das weiß ich nicht. Ja, du warst ich bin doch bei. Ah, du warst bei dieser Querstrebe vom Boot. Einer geht einfach. Was für ein Boot denn? Für ein. Early Bobs Boot. Ja, von Early Bobs Ding. Ein Boot? Es soll, glaube ich, ein Boot werden, warum auch immer. Frag was nicht. Da?
Vielleicht sind die Sachen ins Wasser und vom Wasser weggetrieben worden ins Nichts. Bist du neben die Brücke gefallen? Ach du, wenn ich das wüsste, dann würde ich sie ja sagen und da suchen, aber leider entzieht sich das meiner Kenntnis und das macht mich sehr traurig, weil gleich die spawnt alles und dann bin ich ein armer Mensch. Ich sehe aber auch nichts. Ich sehe auch nichts. Wo bist du denn gestorben, mein Junge? Ich bin einfach runtergefallen. Ja, musst du doch wissen, wo du warst. Nein, aber... bist du nach ganz unten gefallen oder bist du auf diese Zwischenebene gefallen? Zwischenebene. Anja, ich denke mal, da wird Dena auch hingefallen. Nein, ich habe nur mein Zeug aufgesammelt. So, von wo aus bist du denn runtergefallen, Dena? Vom Schiffrand. Ich weiß nicht, auf welcher Seite. Ja, das kann nicht so viel, das kann nicht so eine große Fläche sein. Ich glaube, auf der linken Seite vom Schiff. Auf der linken Seite? Das ist ja, aber dann bist du trotzdem auf diesen... Ich glaube, er ist auf diesen Nippel hier über mir geflogen. Ja, das meine ich. Guck mal, da oben. Okay. Ja. Wie kommt man da hin? Ja, du kannst aufs Schiff gehen. Oh, hier liegt ganz viel. Ja, das ist dann. Aber ich weiß nicht, ob es Dorms ist. Ey, das ist meins. Nein, das ist bestimmt meins. Oder ist da ein Diamantschwert dabei, Kieran? Ein geiles? Ja, ich hatte auch ein Diamantschwert. Auch ein geiles. Hier liegen auf jeden Fall Weizen. Ich hatte wirklich ein Diamantschwert. Kartoffeln. Nimm mal Zanders Aufzug, das ist tausendmal schneller. Nee, das ist Denas. Ja, dann Dena, komm zu mir. Du hattest keinen Weizen und auch keine Kartoffeln. Keine Kartoffeln. Hast du Leder, Dena? Ja, von dem Pferd, was ich getötet habe. So, dann geh jetzt mit dem Aufzug hoch zu Early. Nein, ich komm hier, guck mal. Ich baue mich durch wie ein Maulwurf. Denas Fortschritt. Oh, scheiße, hier Stein. Alter. Oh, ich hab doch einen Todesmarker. Warum achte ich da nicht drauf? Ich bin so ein... Ja. Du hast schon Vorsprung mit Technik, nutzt diesen Vorsprung aber nicht dann. Ich kämpfe mich richtig durch, einfach Survival, Movival. Wo bist du denn? Ah, da bist du ja. Siehste mal. Ja, hier das ohne Aufzug. Ich glaube, das ist einfach alles. Egal, das ist mein. Nein, das ist meiner. Gib ihn wieder her! Ja, ich brauch das alles. Wo ist mein Diamantschwert? Das weiß ich nicht. Das Wichtigste ist das Diamantschwert. Und das habe ich nicht. Richtig wenig habe ich nur. Ja, da liegt auf dem Baum noch was. Hier sind auch Sachen ganz runtergeflogen. Die Kartoffeln. Vielleicht. Vielleicht. Wirklich scheiße, wo ist das Diamantschwert, mein Ein und Alles? Alles, was er jemals besessen hat. Hier sind noch Kartoffeln und Cobblestone. Dein ganzer Stolz. Scheiße. Hier liegt noch Holz. Scheiße, Diamantschwert. Da oben liegt noch was. Wo? Bevor es die spawnt. Nicht meine Erfahrung. Ja, die ist eh nichts mehr wert. Hier liegt noch dein Helm. Ja, bring mir alles her. Scheiße. Ja, hier ist dein Schwert, hier ist dein Schwert, hier ist dein Schwert. Aufsammeln, 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 vor die Spawn. Jolo. Okay. Okay. Oh, ich hab mein Schwert wieder. Oh, ein Traum geht in Erfüllung. Meine Schaufel fehlt. Oh Gott. Jetzt fang ich an wie Early Boy. Witz. Ich hab keine Schwert. Jetzt brauche ich Diamanten oder Eisen, um mich wieder auszurüsten. Hast du einfach gar nichts? Ja. Ja, der steht ja auch ganz offen zu. Ja, ich bin ein Armer. Oh Gott, ich hätte den da fast wieder runtergehauen. Nee, mach den Armer, fertig. Habt ihr eigentlich schon mal auf die Zeit geguckt? Schon wieder. Ich hab schon gecuttet. Ah, du bist aber ein harter Typ. Ja. Wollen wir vielleicht mal bei uns kurz die Folge beenden und dann machen wir noch Denas Hütte? Ja. Okay. Ja. Okay. Stopp, wessen Folge ist das? Andis Folge. Kommt jetzt rein. Lass es bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Was haben wir denn jetzt hier runter? Ey, das ist voll komisch. Jetzt haben wir so richtig asynchrone Folgen. So, Däum, starte die nächste. Das ist wirklich etwas merkwürdig, aber das ist okay. Ich starte jetzt einfach die nächste. So, 3, 2, 1, los. Ruf dich an, willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack. Und immer noch mit dabei, der Denär. Oh mein Gott, anderthalb Herzen. Und wir sind hier immer noch auf unserer Amplified. Wir sterben um die Wette. So, und jetzt gehen wir zu Dena und versuchen mal, was bei seiner Hütte rauszureißen, oder? Genau, denn wir haben es uns einen Auftrag gemacht, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Ja, das mache ich auch manchmal. Okay. Wollt ihr mir helfen? Das geht ganz leicht. Kaufst du einmal Fairtrade-Schokolade oder was? Ey, das Vibe, lass mal Vibe töten. Was machst du denn? Er tötet ihn einfach. Ich wollte ja auch mal Vibe getötet haben. Ja, gut. Ist das jetzt in Mode oder was? Ja. Alter, wie? Alter, der ist erst seit ein paar Tagen in dem Projekt und der wird hier zu Tode gemobbt. Ey, der hat eine Optifine-Cap, tötet ihn. Aber mir hat Dena gar kein Optifine-Cap. Ey! Nee, jetzt nicht mehr irgendwie. Lol.
So, Dina, was hast du denn für, also, was willst du jetzt in Melone halten? Oh, ich bin so ein Lappen. Wie bitte? Gegangen. Du musst mal aussteigen. Oh. Was du in Melone behalten möchtest? In Melone? Ich weiß nicht genau, also finde es eigentlich ganz schick mit dem Boden. Ich empfehle Wände. Aber. Nee, ich finde die Wände und die Decke ist eigentlich echt zu krass. Ja, die Decke muss weiß, oder? Oder wie wollt ihr die Decke machen? Ja, halt irgendwas anderes, ne? Ja, weiß öffnet den Raum. Ja, das denke ich nämlich auch. Wollen wir nicht einfach mal anfangen mit der Decke und die so komplett raushauen? Ja, alles. Yay, halt. Essen für alle. Mit was hauen wir das raus am besten? Axt. Mit Schwert? Axt. Ich glaube, Axt ist echt am schnellsten. Nee, Schwert ist schneller. Schwert ist echt schneller. Boah, das ist ja eine Scheißarbeit, alter Schwede. Ja, vor allem das Hinsetzen war bestimmt so richtig schnell. Kann man das nicht einfach anzünden oder so? Nee, Melone brennt nicht. Also, so richtig witzig, da unten ist man bei diesen schönen Wohnungen davon, keine Ahnung, wer wohnt, Revi und so. Vor allem hier, die Treppe hört auf, muss ich so komische Blöcke hochspringen und man kommt in denen das Melonenreich. du könntest dich doch schon mal der Treppe annehmen. Das müsste doch schnell erledigen zu sein. Ja, aber aus welchem Material? Ja, was unten schon ist. Ja, das genau. Ja, hast du sowas wie meine Steinpickaxe? Ich glaube, ich habe meine Steinpickaxe nicht. Dann hol dir eine neue Steinpickaxe. Ich crafte mir jetzt eine neue. Nein, er hat die mit Level 30 enchanted, weißt du? Warum das? Ein Scherz. Ja, da eben kann man nicht mehr was vorstellen. Ich aus. Erstmal hier. Meinst du, gönnt sich das? Ja, er ist ein richtiger. Däum ist ein richtiger Gönner. Doch, so habe ich den in Erinnerung. Ich hole mir auch die Olivenmatsche für 79. Tian, ich habe gerade fast einen 360-Grad-Blick in Minecraft. Wieso das? Hast du das auf 5 Bildschirme gezogen? Oder nein, ich hab's über 2 Bildschirme mit Field of View auf Quake Pro gemacht. Und da musst du es noch ganz eng ziehen, weißt du? Wie gemein alle sind. Ich habe fast einen 360-Grad-Blick, also das ist voll creepy. Der könnte einem schon ein bisschen leid tun, der Junge, ne? Ja, Kian, von diesem Holz, den hast du irgendwo. Hab ich. Ja, gut. Ihr müsst immer mit Optifine ranzoomen an jede Melone, die ihr abbaut. An jede Melone, da müsst ihr sie ganz genau anschauen und dann geht das viel schneller, glaubt mir. Jedes Krümmelchen raushauen. Ja. Ja, der Konstrukteur hat. Oh, der Konstrukteur hat hart abgestuhlt. Oh, was den denn? Hat. Oh. Ha? Ja, egal. Es geht halt so weit in den Raum rein, wie es reingehen muss, ne? Ja, ja. Ja, der Konstrukteur hat halt mal wieder nicht mitgedacht. Es gab keinen Konstrukteur, glaubt mir. Ja, irgendwer muss es ja gemacht haben. Ey, ich weiß nicht. Ja gut, lass das jetzt alle hier unten hängen. Keiner mehr hochgehen. Scheiße. Scheiße, einfach schiefgelaufen. Ich komme nicht hoch. Du kannst die Decke gleich. Ey, mach das doch so, dass man hochkommt. Es war so, dass man hochkommt. Ah, sorry. Au! Boah, die Inkompetenz ist wieder so groß. Ja, genau. Einmal mit Profis arbeiten. Au! Ey, wir sind gleich oben. Wer hat das gemacht? Warum macht ihr das so, dass man nie durchkommt? Alle sind so. Auch Kilian ist wieder unten. Zack, wir sind oben. Ey, die Treppe geht jetzt auch ein bisschen weiter in den Raum. Das ist kein Problem. Ey, da kommt doch nicht, sorgt man für ein willkommenes Raumgefühl. Man kommt in den Raum rein und fühlt sich sofort. Man steht direkt im Raum. Aber mittendrin steht. Das ist Teil unseres Wohnkonzepts, Dena. Das ist Teil von meinem Wohnkonzept. Ihr habt gerade noch drüber gemeckert. Ja, so sieht's aus. Aha, fremde Ideen schmückt ihr als eure eigenen Kreationen. Ja, ja. Traurig sowas. Ich bin doch nicht wütend, ich bin einfach nur enttäuscht. Oh. Alter, das regt so krass auf. Hey, du hast doch 4 Diamanten. Ja, aber nur 4. Schnell weg damit. Glaubst du nicht, dass wir sowas klauen? Ja, jetzt hab ich die 4 Diamanten. Jetzt hab ich mir richtig hart vom Albaner abgeluchst. Guck mal, Dena. Siehst du das hier? Also aber ich finde, irgendwo sollten die Melonen bleiben. Das sorgt für eine richtig schöne Findus. Ja, auf dem Boden, ne? Ja, auf dem Boden auf jeden Fall. Stimmt. Und an der Seite eigentlich auch. Aber die Decke muss auf jeden Fall Wolle sein. Ey, das sieht aber echt so aus wie die Hose von Findus. Ohne Witz. Findus? Findus und Patterson? Ja. Dena, da liegt was. Findus. Warum habt ihr Diamanten? Wann das meine? Vielleicht. Andi hat dir welche geschenkt. Ach, Andi, das waren eh meine. Nein. Könnte man schon mal Wolle wieder ransetzen? Ja, kann ich machen. Darf ich? Ich kann euch grün nicht mehr sehen. Ich finde die Wand eigentlich ganz hübsch. Du hast keinen Bock mehr, die Scheiße abzubauen. Ja, okay. Ja, ohne Witz, ich finde die Wand, also die Decke sieht scheiße aus. Die Wand ist ganz hübsch. Man könnte noch ein Muster reinmachen, irgendwie. Ja, ich würde 2 Wände weiß machen. Ja, genau, irgendwie sowas. 2 Wände noch weiß oder so. Nee, 2 Wände hellgrau.
Warum denn hellgrau? Das sieht für mich immer so ein bisschen dreckig aus, weißt du? Nee, weil es sich dann von der Decke absetzt. Ah, okay, das ist natürlich auch eine Idee. Das Vibe ist natürlich hat nach Tijan die meisten Tode gerade auf dem Server. Am liebsten, also, der gerade drauf ist. Ich habe am wenigsten, und das, obwohl es hier Pferde gibt. Ja gut, aber hier sind die Pferde ja friedliche Wesen. Ja, würde ich nicht so sagen. Es ist ja nicht, dass Kühe hier nicht töten können. Ist ja nicht so eine Horror-Modifikation wie Hero. Hey, es hat er 14. Ja, Hero ist echt ein Albtraum. Guck mal, ob er in der Folge noch Kian überholt. Ja, das können wir notfalls helfen wir halt nach, ne? Boah, ihr mit euren häufigen Toten. Ich bin echt am wenigsten von allen gestorben. Nein, das ist Manuel. Ja, weil Manuel nicht spielt. Null Tote. Echt? Ich glaube, er stirbt einfach. Manuel hat niemals null Tode, das hat er nur irgendeine Datei gelöscht. Das ja, glaube ich nicht. Wenn Manuel einmal mit irgendjemand anderem Server wäre, wäre er schon gestorben. Ja, wir versuchen ihn mal zu catchen, aber er versteckt sich halt gut. Wir brauchen Sand, ein bisschen Glas. Okay. Glas oder Glas? Sand brauche ich auch, ein Glas auch. Dann muss man mal an den Strand gehen und sammeln, glaube ich. Strand, du bist witzig. Wieso nicht? Wieso nicht? Oder Wüste? Weil der ein paar tausend Blöcke weg ist. Zumindest die wir bisher gefunden haben. Echt? Ja. Gibt es auch keine Wüste? Ja, schon, aber halt weit weg. Zumindest weiß ich nicht, ob es jetzt schon eine gibt, die näher dran ist. Boah, krass. Das heißt, das richtig selten ist gut. Da finde ich es ja voll nett, dass sie mir Fenster reingesetzt haben. Ach, die waren auch noch nicht da vorher? Nö, das haben die alles gemacht. Aber zum Beispiel, ja, die Front würde ich mir halt überlegen, weil nach außen ist nicht so geil. Mit dem Grün? Ja, finde ich nicht. Vielleicht ist auch was extra. Kannst ja was dran setzen. Ja. Könntest du ein bisschen, so ein bisschen Quarztreppen und so. Ja, aber ich glaube, das übersteigt dir das Budget. Ja, mein Budget ist unbegrenzt. Ja, meinst du? Wo ist denn das Quarz? Das war Nummer 42. Wo bekommt man Quarz her? Never? Ich fürchte nichts. Aber es ist extrem viel schon weggefahren. Gibt es Pferde im Netzer? Nein, aber Gas und Zombie-Pigments. Und Blaze. Solange es keine Pferde gibt, läuft doch. Ich finde es voll schön mit dem Weißen. Und jetzt kann man hier überall, kann man so Lichtschächte rausmachen. Ich finde es eigentlich ganz nice so. Hier fehlt noch eine Melone. Wie macht man eine Melone? Einfach einen Eisenblock aus Melonen. Boah, ich habe so viele Melonen. Lass mal eine extra Truhe machen für Melonen, okay? Ja, aber die werden eigentlich nur verbrannt. Eigentlich schon. Kann man mit denen brennen? Ey, warte, wir können die Melonen erstmal zu Blöcken pressen. Hab ich schon. Das mach ich auch. Ich revanchiere mich mal bei dir für, bei Remi für dich, ne? Für was? Für die Melonenaktion. Ach so, stimmt. Stimmt, ich kann jetzt ja auch überall Melonen dran machen. Ja, wir könnten jetzt, aber Melonen, wir müssen was anderes haben bei denen. Ja, aber Kürbisse. Ja, nee, Kürbisse, brauchen die auch so lange zum Abbauen? Ja, brauchen genauso lange. Ja, aber wir haben keine Kürbisse. Aber Melonen? Nicht so viele. Melonen können überall angemacht werden. Magst du einfach vollsetzen, oder was? Mir fehlt jetzt nochmal ein bisschen Rolle. Weil Melonen ist das ranzigste Nahrungsmittel, was es gibt, das willst du eh nicht haben. Ja. Ey, der Boden darf auch nicht aus Melonen sein, oder? Na, stopp! Ich würde vielleicht nur die Wände aus Melonen machen. Ja, aber der Boden ist im Moment auch nicht so schlecht mit dem Weiß. Also ich würde es erstmal so lassen. So. Man kann immer noch langfristig sagen, okay, langfristig soll es noch geändert werden, aber erstmal würde ich sagen, ist die Baustelle noch die Decke und dann schauen mal. Schauen mal. Und schaut da mal. Okay. Dann. Ne? Und wichtig ist auch auf jeden Fall, dass da coole Lichtschächte runterkommen. Mal, das finde ich schön einfach. Ja, aber schon so mit Glas, ne? Ja. Es soll da nicht nochmal reinschneien. Und auch der ganze Lichtschacht soll mit Wolle ausgekleidet sein. Darum ist das wichtigste im Moment Wolle farben. Wolle. Ja gut, das sind ja einfach da unten die Schafe. Ja. Genau. Da muss man aber auch erstmal hinkommen. Wohin geht die Tür jetzt hier eigentlich? Achso, das ist so ein Eingang. Okay, Jan, ich habe Revis Wohnung versiegelt. Ja, ne? Versiegelt. Ja, sie ist versiegelt mit Melonen. Bin hier fast runtergefallen. Und ich muss noch so einen Aufzug bauen, wie ihr den habt und wie das Rehwilds da haben. Aber, ich würde halt sagen, der muss halt hier irgendwo sein, dass man halt echt direkt in meine Wohnung reinkommt, weil sonst muss man halt immer so weit laufen. Du musst halt gucken, wo du da hinkommst, ne? Wo ist denn deine Melonenkiste? Ja. Melonenkiste gibt gar keine, weil es sind gar nicht so viele Melonen. Einfach hier rein. Gib mir mal die Melonen, ich kümmere mich darum. Hier, brauch mal ganz kurz eine Spitzhacke. Ihr habt die schon ein bisschen verkraft. Ja, aber nicht meine. Dann kriegt man ganz kurz eine Spitzhacke. Danke. Darfst du sogar behalten. Boah, jetzt fängt Gena an zu gehen, dann wäre ich auch müde. Ja. Bin doch echt müde. Es ist so, wenn andere Menschen gehen und die Menschen sind dir sympathisch, dann musst du auch gehen. Oh. Krass. Mhm.
Ja, was macht dein Schlafrhythmus? Ist eigentlich wieder ist relativ in Ordnung. Und auch mal wieder so eine Banane normal. Gesnackt, oder? Ich mag keine Bananen. Banane ist so Obst und Nummer. Und schon gar nicht mag ich Bananenweizen. Das trinkt nur ihr. Nein, das trinkt nur Däum. Okay, und dann nur Däum. Das ist so lecker. Ja, siehst du schon mal zwei von drei, da kann man euch sehr, kann man hier sehen. Aber echt nur bei Jochen. Das stimmt nicht. Auf jeden Fall müssen wir mal wieder zu Jochen und dann könnt ihr auch trinken, was ihr wollt. Aber ich nehm keinen Bananenweizen. Nein, niemals. Nein, niemals. Meine zweite Folge ist an dieser Stelle auch vorbei. Also Schaut aber auf jeden Fall bei Porkchop Media vorbei. Link zu den ist unten in der Beschreibung, weil die bauen dann noch ein bisschen weiter. Und Extended Cut. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Jungs. Das war's für heute von Craft Attack und dann geht's morgen oder übermorgen weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt noch rum, wenn es euch gefällt. Schreibt weitere Vorschläge, was wir noch machen sollen, unten in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr auch die Porkchops-Folgen anschauen, weil die haben ja schon was Cooles gebaut. Also Links sind in der Beschreibung. Schaut da vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.